Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Kanal Himmels19 Challenge Projekt mit dem Crazy Gaming. Servus. Natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Schön spionieren, schön kaputt machen und dann passt das. Jo, wir haben in der letzten Folge hier einen schönen Schmuckstück gekauft. Alter. Geil, ey. Jetzt sitzt er wieder. Ich bin mal gespannt auf eure Kommentare, wie ihr das so findet. Einkauf hier, aber ich muss sagen, Leute, wenn ihr es mal seht, wenn ich mit dem ganzen Gerät so alles kann, und vor allem die PS macht es halt einfach aus. Und die Geschwindigkeit vor allem auch. Lol. So. Also irgendwann. Guten Tag. Servus. Moin Moin. Herr Christoph, ist ein bisschen fertig. Mit? Mit ja, Dings. Und der LS-Profi, die Thresher-Beiden werden dann kurz danach fortgesetzt, weil das LU macht jetzt erstmal eine kurze Mittagspause. Was für eine Mittagspause? Nee, ja. Alles gut, machen Sie ruhig, alles gut. Kann ich, kurze Frage. Ja. Kann ich mit Ihrem Gerät weiter treffen? Nee, das macht das LU selber. Schade. Ja, dann guten Hunger. Jo, danke. Jo. Bis denn. Mittagspause, du bist hier. Junge, 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 Junge. Es wird gearbeitet, ein bisschen Finger bluten hier. Was haben wir dafür? Ach, boah. Oi. Das ist keine gute Idee, so einen großen Fan-Ladewagen zu kaufen. Was? Du hast den Ladewagen gekauft? Hallo? Ja. Ist das dein Ernst? Das lohnt sich ja. Uiuiui. Wenn sich das lohnt für dich, dann mach das. Scheiße aus, ob ich mir so einen Findladewagen kaufe. Also bei dir ist geklaut. Ja, ist nichts anderes. Ich hätte es halt wirklich geglaubt. Ich schwöre, irgendwann gehe ich da, steige aus dem Traktor aus und reiß die Zaunpfosten aus. Da helfe ich dir bei, sag ich jetzt schon mal. Ich hasse die auch, die Scheiße. Jo, komm mal in nix mal. Ne. Oh. Jojo, Leitlein, so geht's eben dahin und dann schauen wir weiter, was wir noch so zu machen haben. Da sehen wir schon unser Feld. Und dann verkauft man schön dem Herrn LS-Profi mit IE den Stroh. Naja. Ah, komm, geh doch jetzt heraus. Danke. So, was ist hier mit dem? Was ist hier mit dem? So geht's eben dahin. Leute, ansonsten müssen wir jetzt gucken, dass wir direkt hier wieder weiter angedöhnt, ne? Mir ist auch super. Finde natürlich schade, dass ich nicht mit dem Drescher fahren kann. Aber kann man nichts machen. Jojo. Ist schon top. Das Blöde ist halt, du musst halt die ganze Zeit so ohne Wenden fahren, weil ansonsten wird halt ein bisschen kacke hier. Ja, so merkt man mal, was der Herr Kollege so unter Druck steht, weil er immer am Verlieren ist. Unter Druck, vor allem unter Druck. Ich bin ganz chillig hier. Salou macht immer wieder Mittagspause, das kann ich mir nicht erlauben, aber ansonsten, was ist das?
Eieiei. Und nicht ansehen, Justin. Nee, das ist gut. Ah, ja. So, dann geht's eben da dahin. Kauf hier die Seemaschine, das war schon echt ein guter Kauf. War schon wirklich ein guter Kauf. Nee. Schreib's mir in die Kommentare, was er da wieder gekauft hat. Willst du da? 6 Meter, ey. 6 Meter, Alter, da gehst du ja hier husten. 6 Meter mit Düngefunktion, oh yeah. Weil die gar nicht nach 6 Meter aussieht, muss ich ja ehrlich sagen. Sieht für mich eher nach 4 Meter aus. Weil die 6 Meter Federschnitt sieht eigentlich breiter aus, muss ich sagen. Aber egal. Oh, und rum mit der Kiste. Hör auf, den Deckel hier hochzumachen, ey. Ich drück ständig die falsche Taste. Du siehst halt, wenn man sie nichts auskennt. Jetzt zuletzt mir den LS17 mal wieder runtergeladen. Ja, ich hab ihn immer. Und ich hab ihn auch wieder, Alter. Das sind geile Zeiten wieder. Ja, ja, Nostalgie pur. Das Blöde ist halt, dass beim Lenkrad die Tasten komplett andersrum sind, wie hier im LS19. Und deswegen tue ich die ganze Zeit falsche Tasten hier. Oh Mann. Aber das sind auf jeden Fall coole Zeiten. Das auf jeden Fall. Vor allem, was halt geil wäre, wenn die Ultima hier im Spiel wäre wieder. Aber kann man nichts machen. Wobei ist derzeit sogar relativ gut umsetzbar ist, weil die Ballen und so weiter kommt man ja einfach von den vom Strohbergungs-Addon nehmen, die Ballen da von dieser Comprima. Aber maybe ist, ob das was wird. Die müssen wir jetzt hier schnell ansehen, Leute, weil ohne Fleiß kein Preis. Und erstmal voll gegen den Baum gefahren. Zu große Ecken, die muss ich gleich auf jeden Fall erstmal ausbessern. Ich krieg dann einmal 35.000 für das Dings da oben. Was kriegst du? 65.000 für Silla, Stroh. 65.000? Wie bitte? Spaß, 6.500. Wollte schon sagen, Alter, dann hätte der Stroh nämlich ganz schnell wieder mitnehmen können, Alter. Junge. Mit Gold überzogen oder was? Ja. So, wie viel? 6.500. Ja. Ja. Ja, aber auch kein Euro zu viel. Ja, kauf den Eis. Danke. Was ist denn ein Titan Eis? Grüne. Eimann frei, komplett voll die. Wo soll ich denn das hinlernen? Ja? Der Stroh. Hast du noch was drin? Hallo, ich komme jetzt erst zum Hof, was ist mit dir los? Hä? Ich komme erst jetzt zu deinem Hof, wo soll ich das hinlernen? Du sollst noch eine Ladung in die Kühe reinkippen. Okay, mach ich. Das wollte ich nochmal wissen, wo du das hinbaust. Was? Ah nee, Stroh ist noch gar nicht drin. Alles gut, sorry. Einfach zu den Kühen rein. Mach ich. Ich hab gerade aufs Wasser geguckt, ey. Ja, moin. Der Profi halt. Ja, yeah. Alter, mit Antigo fängt Ladewagen 75 km/h fahren, der bei 50.000 voll ist, das ist keine gute Idee. Oh Mann. Herr Holz, ja, will ich den Fan. Er fragt, das war mir so klar. Er fragt bei mir nach, willst du einen Ladewagen? Was passiert? Er holt sich natürlich wieder den Tigo. Alter, ich vermiete nie im Leben mehr einen scheiß Ladewagen, Alter. Ich sag dir. Sehr cool, Digga. Das vierte Mal, Alter. Läuft schon gut hier mit dem LKW, muss ich ja sagen. Ungeber. Ach, ja. Die Kohle gibt's halt her. So, zu den Kühen hast du gesagt, gell? Ja, in die Kühe rein. In die Gülle? Also nicht in die Kühe rein, sondern. Da beim Futter hin. Ja, ich muss jetzt selber schauen, wo das ist. Oh, Alter, jetzt steht der Felix mir natürlich komplett im Weg da, ey. Wow. Knochen kotzen. Ich bin einfach falsch gefahren, ich bin bei mir auf dem Hof. Amen. Lol.
Ja, wolltest du wieder bei dir reinkippen und dann Geld abkassieren? Ja, hat er mir schon hier abkassiert, Geld. Ich komm ja schon, machen Sie sich keine Sorgen, die Herr Kollege. Kühe brauchen Stroh. So, dann machen wir das mal so. Hat ja keiner gesehen. Psst, schreib's bitte nichts in die Kommentare bei denen. Oder wieder Scheiße hier, kann ich gerade ausfahren. Lol. Alter, jetzt muss ich doch mit einem Digo Fan-Anhänger hinterschieben. Ich weiß gar nicht, ob der Digo überhaupt da reinpasst. Hast Pech gehabt. Nö. Dann fährst du so lange, bis er reinpasst hier. Das sag ich dir, wait schon. Einfach okay, da bei der Tier. Da warst du in meinem Stall. Was? Hä? Was ist? Nix. Lol. Lol. Jetzt sag nicht, damit die da nicht reinkommen. Oh, das wäre so geil. Das wäre so Hammer. Hä, wo muss ich denn das hinladen? Ja, weiß ich doch nicht. Ich hab noch nie Strom abgeladen in den Hohen. Nein. Hä? Lol. Wenn ich da jetzt irgendwo reinfahren muss, dann nicht so wahr. Du musst wahrscheinlich in den Stall reinfahren. Sag ich jetzt schon. Dann lade ich es also einfach. Neben bei der Bahn, wo das Futter abgeladen wird. Lol. Also Leute, ich finde die Investition richtig gut hier. Muss ich ehrlich sagen. So, da oben ist alles der Treasure im Weg. Das will scheiße sein. Wo ist... Ach so, scheiße, falsch gefahren. Warte mal kurz, Leute. Das ist ja keine gute Idee, kommt mir vor. Alter Vater. So was habe ich in meinem ganzen Leben gesehen. Hier ist übrigens der Trigger, um die Kühe zu kaufen. Nur mal so, du musst glaube ich hier reinfahren. Wo hörst du? Hier hin muss der Stroh hin. Hier, wo ich stehe. Ah, dann komme ich von der anderen Seite, weil sonst wird das nichts. Weil hier kommt das Futter und dann kann er nur hier das Dings kommen und hier kommt die Milch. Ach jo. Weißt du was, Leitlein, ich schmeiß einfach das auf einen Haufen und kann selber eine Schaufel. Ja, Junge. Den Haufen schmeiß ich rüber auf deinen Hof. Ja. Jo. Nur mehr jeden Tag mal was. So, hier rein. Da holt sich halt auch wirklich den Tigo, ey. Mit meinem Ladewagen wird er easy durchgekommen. Nee, da muss ich den dicksten Ladewagen überhaupt holen hier, ey. Jetzt bin ich, ganz ehrlich, Leute. Das ist jetzt Kino. Das ist jetzt richtig Kino. Ich bin jetzt manchmal allein. Ich mit meinem kleinen Ladewagen. Mit 90 bin schon nicht hier lang gekommen. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie er hier durchkommt. Oh Mann. Das ist Kino, Leute. Das feiere ich. Das ist geil. Leute. Oh Mann. Herrlich, ey. Das kann man jetzt abkippen, da habe ich schon gemerkt. Musst du vielleicht abladen? Doch mit meinem Ladewagen, Mann, hä? Oh Mann, ey. Was ist denn? Du musst vorne hoch, Mann. Der Arsch ist hier nicht so hoch. Damit er ein bisschen runter geht hier, weil wenn der Arsch so hoch ist, geht das hier nicht. Volle Kanne mal hier durch. Dann mittendrin stehen. Hey, mach doch die Tür auf. Ich weiß gar nicht, warum die überhaupt zugegangen ist. Voll Carraro, das geht jetzt schon schief. Hallo. Hallo. Vorne vielleicht ein bisschen runter. Moment.
Spruch. Ja. Das war jetzt nicht geplant. Also ich find's ehrlich. Unreal rein. Oh. Ja, wenn jetzt mal einer von denen nicht schieben könnte. Ja. Oh. Erster. Applaus. Er hat's geschafft. Jetzt. Aber damit, meine lieben Freunde, würde ich sagen, das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Schaut auch gerne beim Chrissy vorbei. Jo. Mach's gut. Ciao.